Jetzt, liebe Modellbahnfreunde, statten wir einen Besuch dem Ort Buschheide ab. Und wenn der Name Buschheide fällt, weiß eigentlich jeder, was gemeint ist, nämlich die Firma Busch. Und neben mir steht Jörg Wallen, der uns sicherlich wieder einiges Neues für dieses Jahr an Neuigkeiten zu berichten weiß. Herr Budig, recht herzlich willkommen bei uns am Messestand der Firma Busch. Recht herzlich willkommen in Buschheide. Also ich freue mich, dass Okay. Ich freue mich, Sie wieder zu sehen, und wir gucken jetzt mal gemeinsam, was wir Schönes an Neuheiten zusammen hier finden. Und die erste Neuheit ist ja das Thema, auch was hier vor uns aufgebreitet ist, Buschheide selbst. Da gibt es einige Neuheiten, und ich habe mir sagen lassen, habe es auch nachgelesen, dass viele der schönen Gebäude, die hier angeordnet sind, tatsächlich auch im Originalen gibt. Praktisch alle Gebäude, die wir machen, sind nach Originalvorbildern. Wir integrieren das alles zu diesem kleinen romantischen Städtchen Buschheide. Aber ich sage mal, egal, ob wir hier den Torturm nehmen oder die Stadtmauer, das Rathaus, Apotheke, Feuerwehrgebäude, alles sind Gebäude, die irgendwo in Deutschland stehen und es wirklich im Original gibt und die weitgehend von uns eben halt den Maßstab 1:87 reduziert werden, nachgebildet werden und dann zu Buschheide vereinigt werden. Selbst die Parkanlagen sind sehr liebevoll mit den Pavillons, selbst Zitrusbäume fehlen nicht, die gehören ja da auch hin. So ist es. Und was ganz aktuell ist, dieses Jahr haben wir das Lutherjahr. Selbst den ollen Luther haben sie auf dem Marktplatz platziert. Genau. Man überlegt sich ja so im Vorfeld, was braucht man, was ist dieses Jahr aktuell? Und natürlich 500 Jahre Reformation, keine Frage, da gehört auch der Luther dazu. Er hat ja auch mal gesagt, jetzt stehe ich hier, ich kann nicht anders. Wahrscheinlich hat er das damit gemeint. So ist es, genau. Ja, auf diesem Diorama finden wir natürlich nicht nur jetzt Buschheide mit den Neuheiten, sondern es gibt ja auch eine weitere Themenwelt an der Bahn. Und das finde ich ja wirklich mal auch von den Details her sehr liebevoll nachempfunden. Ja, an der Bahn, ich meine, wir machen ja Zubehör für die Modelleisenbahn unter anderem und da überlegt man sich natürlich, was gehört dazu. Und ich sage mal, Mittelpunkt ist der Portalkran, der dieses Jahr neu ist, aber ich sage mal, auch ein Ausgestaltungsset für einen Bahnsteig mit ganz, ganz vielen kleinen Details, die man so braucht, gehört dazu. Oder Fernsprechkästen, Ladegut, da gibt es so viele Dinge, Kabelkanäle, irgendwelche Schaltkästen, Schalthäuser, die in der Landschaft stehen, alles sucht man, was gibt es im Original und versucht es dann entsprechend nachzubilden für die Modellbahn. Das Schöne ist, bei Busch findet man. So ist es. Ja, so ist es. Ja. Selbst diese kleine Schmalspur-Lok steht schon da bereit und nimmt gerade Wasser und es wird vorbereitet für den Transport der Zuckerrüben. Selbst solche Details kann man so finden und auch nachempfinden. Ganz toll. Danke. Ja, wir gehen mal weiter. Ich nehme mal meinen Spickzettel, den wir beide, Moment, es ist alles live. Also, unseren Spickzettel, unseren gemeinsamen. Die nächste Themenwelt, die Sie haben, ist Ort der Stille. Es ist ja leider Gottes so, auch auf der richtigen Welt gestorben wird immer. Also, warum soll man dieses Thema nicht auf der Modellbahn verarbeiten? So ist es. Wir haben festgestellt, fast auf jeder Modellbahnanlage steht eine kleine Kirche. Und wie im richtigen Leben, in jedem Dörfchen, Städtchen, überall bei der Kirche ist ein Friedhof. Und wir dachten uns einfach mal, wir greifen dieses Thema auf, machen alles, was zum Friedhof dazugehört. Ob das jetzt dann irgendwelche Grabsteine sind, Familiengräber oder ein Mausoleum. Aber ich sage mal, es beginnt ja auch schon beim Steinmetz, der irgendwo seine Werkhalle hat und nun die Grabsteine vorbereitet. Zum Friedhof oder zu dem ganzen Thema gehören natürlich auch Bestattungsfahrzeuge dazu. Auch hier haben wir uns einfach überlegt, was gehört alles dazu und versuchen das ganze Thema abzudecken, bis hin zu Randartikeln wie die Lourdesgrotte oder Kreuzweg, Dinge, die jetzt nicht direkt mit dem Friedhof zu tun haben, aber irgendwo zu diesem ganzen Thema dazu passen, haben wir hier umgesetzt. Also wir zeigen es ja auch gerade oder haben es gerade im Bild gezeigt. Es ist ja wirklich also fantastisch, was sich da haben einfallen lassen, dieses ganze Thema entsprechend zusammenzustellen. Wie gesagt, selbst der Steinmetz ganz clever eingefädelt, gleich gegenüber vom Friedhof, damit er sein Geld verdient. So ist es, so ist ja. Ja, das war, der Steinmetz gehört ja eigentlich zu dem Thema Gewerbe eigentlich. Ne? Mhm. Und wollen wir jetzt nochmal zur Feldbahn zurückkommen mit dieser wunderbaren Dampflok Decauville Frankfurt, Eimer Kettenwacker und die Fasswagen. Ja.
Gut, ich meine, die Dampflok Decoville war letztes Jahr eine Neuheit, die wir jetzt auch im Feldbahnmuseum in Frankfurt in einer neuen Version gefunden haben, entsprechend umgesetzt haben. Aber ich denke, im Feldbahnbereich ist der Eimerkettenbagger die Hauptneuheit. Eigentlich so ein Artikel, der seit Jahren nachgefragt wird. Wir uns immer überlegt haben, wie können wir den umsetzen, damit es wirtschaftlich funktioniert und auch bezahlbar ist. Und wir haben jetzt Lösungen gefunden. Ich finde, der Artikel ist super schön geworden. Also da muss ich dann auch mal sagen, ein Lob an alle Mitarbeiter in Schönheide und in Firnheim, die diese ganzen Ideen haben und nachher auch so toll umsetzen. Weil ich mir denken kann, bisher wurden ja Modellbahnen immer aus dem Aspekt oder von der Seite betrachtet, es müssten also immer Nebenbahnen oder Schnellzugstrecken gebaut werden. Das Thema dieser kleinen Feldbahnen kommt aber immer mehr in den Fokus. Und da muss ich Ihnen auch ein Kompliment machen, da waren Sie nämlich der Vorreiter. Ja, so ist es. Vielen Dank. Kurz und knapp und präzise. Ja, nun bewegen wir uns ja auch auf der Straße, nicht nur auf der Feldbahn. Auch da gibt es Neuheiten im Spur N, zum Beispiel im Land Rover. Der Land Rover Defender, der ja schon in H0 Maßstab 1 zu 87 ein Erfolgsmodell ist, den haben wir jetzt in Maßstab 1 zu 160 umgesetzt. Ich finde, es ist ein ganz schönes Modell geworden, was gleich in 6 Varianten als Neuheit angeboten wird und mit Sicherheit auch in der Zukunft weitere Varianten für die N-Bahner bringen wird. Bin ich davon fest überzeugt. In Spur TT wird als Neuheit angekündigt den Traktor Famulus. Das ist nun wieder ein typischer DDR-Traktor. So ist es. Und die Anhängeleiter des Technischen Hilfswerks. Also 1:1 der Ausgleich da. Genau. Im H0-Bereich gibt es eine ganze Serie von Neufahrzeugen, die sie anbieten. Einmal den Mercedes-Benz W123 als Polizei. Den habe ich eigentlich gar nicht mehr so im Fokus, dass sowas mal gegeben hat. Aber immerhin, Vito Feuerwehr, V-Klasse Polizei und so weiter und so weiter. Und dann sind natürlich auch Ostfahrzeuge da. Ja, wir haben wieder eine ganze Reihe Neuheiten, auch Formneuheiten, nicht nur neue Varianten. Das ist einmal der Framo als Halbbus natürlich eine interessante Formneuheit. Aber ich sage mal, ganz besonders gut ankommen tut der IFA-LKW G5 oder G5, wie die Ostdeutschen sagen, habe ich heute gehört. ein LKW, der eben halt in Ostdeutschland sehr weit verbreitet gewesen ist und jetzt zum ersten Mal auch in ein H0-Modell umgesetzt wurde. Das lässt ja hoffen, dass nach dieser Umsetzung des Modells auch sicherlich wahrscheinlich nächstes Jahr weitere Varianten folgen werden. Davon kann man ausgehen, ja. Gut, also wir verraten jetzt nichts Neues und wir sagen auch nicht weiter. Ja, dann haben wir noch ein Multicar in verschiedenen Ausführungen. Ja, einmal den Multicar mit einer Leiter und den Multicar mit langem Radstand. Das sind auch zwei Formneuheiten, die es so in dieser Art bisher noch nicht gab. Also eigentlich Fahrzeuge, die dann entsprechend erweitert werden, einschließlich Mercedes-Benz Sprinter in verschiedenen Bedruckungen. Genau. Genau. Und natürlich haben wir wieder im landwirtschaftlichen Bereich eine ganze Reihe von Neuheiten. Da gibt es zum Beispiel den Traktor Kramer mit Güldener Motor, so eine Rarität, oder eine Feldschmiede. Also da gibt es auch eine ganze Reihe netter Artikel, die Sie sich nachher mal noch ansehen müssen. Na, selbstverständlich. Wir könnten jetzt sicherlich noch stundenlang sagen oder beschreiben, was alles Neues gibt. Aber zu guter Letzt möchte man natürlich noch eins dazu sagen. Jetzt begeben wir uns mal in den wilden Westen. Ja, wir sagen dieses Jahr, we will make America great again. Natürlich auf der Modellbahn, für Modellbahner. Wir haben hier so eine kleine Stadt, US-Stadt aus den 50er Jahren mit verschiedenen Gebäuden bis hin zum Kürbis mit Leuchtgesicht. Entweder für Freunde von amerikanischen Bahnen, die hier in ihr Layout entsprechend aufbauen können, oder auch als kleine Sehenswürdigkeit auf einer normalen Anlage, wo man sagt, da baut man eine kleine Wildweststadt ein. Erstens mal das, aber wie gesagt, zweitens würde ich schon sagen, ist das wiederum ein Angebot an die Modellbahner neben der Feldbahn, die gefällt mir unheimlich gut, auch mal drüber nachzudenken, andere Themen zu machen. Und die Firma Busch hat das passende Zubehör dazu. So ist es, genau. Ja. So, liebe Modellbahnfreunde, das waren wiederum im Schnelldurchgang die Neuheiten hier aus Buschheide mit meinem Bürgermeister an der Seite, der also uns alles sehr nett erklärt hat. Weitere Neuheiten finden Sie natürlich auf den Webseiten bei Busch. Genau. Ganz klar, da kann man noch weiter stöbern oder ganz einfach bei modellbahnshoplippe.com. Ebenfalls können Sie da die Neuheiten entsprechend nochmal nachsehen und natürlich auch kaufen. Das ist ja ganz wichtig. Lieber Jörg Wallen, war toll. Ich bedanke mich auch für das nette Gespräch. Und freue mich schon aufs nächste Jahr.